Ja. Die erste Melone jetzt hier an der Pflanze, die hier runterhängen darf. Und ich freue mich da wirklich sehr, wenn die auch mal bald zu Ende reift und ich sie auch ernten darf. Und viele kennen einfach das Gefühl, wenn sie eine Melone sehen, entweder hängt sie runter jetzt wie hier am Hochbeet oder die wächst jetzt einfach ja, auf dem Freiland, die Pflanze. Und dort wird die Melone auch immer größer, größer, größer. Und da stellt man sich dann irgendwann die Frage, wann ist eigentlich die Melone jetzt erntereif? Und ja, auf welche Merkmale muss man achten? Und in dem Video möchte ich euch einfach meine Tipps und Tricks mitgeben, die ich jetzt für mich herausgefunden habe, wie ich erkenne, wann Melonen erntereif sind, damit auch ihr in eurem eigenen Anbau bzw. aus eurem eigenen Garten schön vollreife, süß, saftige Melonen ernten könnt. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und zu Beginn, das ist nicht eine Melone aus meinem Anbau. Meine Melonen sind etwas kleiner, wachsen gerade noch und es dauert ein bisschen. So einen großen 10 Kilo Oschi wie den hier habe ich gekauft. Ich habe mehrere von denen gekauft und die erste war wirklich schön süß. Und für mich ist halt auch wichtig, wenn ich schon zum Beispiel solche Melonen kaufe oder dann auch später meine Melonen voll reif ernten möchte, weil ich natürlich auch viel Liebe und Arbeit darin hineingesteckt habe, dann sollen sie natürlich schön süß, saftig und erfrischend an heißen Sommertagen sein und nicht dann das erschreckende Erlebnis, dass sie dann doch unreif ist, überhaupt nicht süß, wässrig und ich sie dann umsonst abgeschnitten habe. Und das kennen wahrscheinlich dann viele Leute, die wenig Erfahrung mit Melonenanbau haben. Und deswegen möchte ich euch so vier grundlegende Tipps und Tricks, die ich für mich nutze, einfach mitgeben. Das erste Anzeichen, woran ich jetzt zum Beispiel erkennen kann, ob eine Melone wirklich gut ausreifen durfte, ist hier diese Auflegestelle. Also es ist halt jetzt hier diese gelbe Fläche, auf der Stelle lag die Frucht am Boden. Und wenn die Melone solche großen Auflegestellen hat, dann ist das wirklich ein Anzeichen, dass sie lange ausreifen durfte. Wenn wir dann weitergehen, also ich drehe mal kurz die Melone, dann können wir hier jetzt hier auch diesen vertrockneten Stängel zum Beispiel sehen. Das ist jetzt auch ein weiteres Anzeichen, muss jetzt aber auch nicht bei jeder Frucht sein. Wenn der Trieb bzw. der Stängel komplett vertrocknet, fertig abgereift ist, ist es natürlich auch ein Zeichen der Pflanze, dass es vorüber ist, dass sie nicht mehr Kraft in die Melone investieren möchte, dass die Samen fertig sind für die Vermehrung. Und das heißt, ist natürlich auch ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass die Melone vollkommen ausreifen durfte. Ein weiterer Hinweis, den ich in einem Bild gesehen habe, ist jetzt wie bei der Melone, kann ich also ein bisschen rumdrehen, wenn die so rundlich ist. Also es gibt ja solche eher runden Wassermelonen an einer Pflanze und eher diese nach oben laufenden Flaschen oder Ellipsen. Diese Flaschen oder Ellipsen, wie ich sie jetzt gerade nenne, das sind mehr diese, ich glaube, männlichen Melonen, die mehr mit Wasser vollgesaugt sind. Und das ist dann eine weibliche Melonenfruchtansatz gewesen, die mehr, also weniger Wasser hat und mehr Süße bzw. besser ausreifen konnte. Also das war jetzt, was ich mal von einem Freund und von einem Bild mitgenommen habe. Die Erfahrungen muss sich noch für mich ein bisschen bestätigen, aber das kann auch eine Möglichkeit. Der letzte Tipp, um zu erkennen, ob eine Melone wirklich reif ist, habe ich von meinem Vater mitbekommen auch. Das ist der Klopftipp. Das heißt, wenn ich jetzt an die Wassermelone klopfe und sie klingt dumpf, ohne Widerhall und keinen oder Widerhall bzw. großen Hall, dann ist sie, hat sie eine gute Chance, wirklich vollreif zu sein. Ich kann mal versuchen, ich werde mal an sie klopfen und das Mikrofon ein bisschen näher ranbringen und dann schaue ich mal, ob ihr das ein bisschen hören könnt.
Hier könnt ihr jetzt sehr schön sehen, dass die Melone gut ausgereift ist. Die hat jetzt hier ganz eine dünne Schale. Schaut auch schon hier sehr ausgereift aus, nicht ganz so wasserhaltig, hat eine schöne Struktur und das ist wirklich eine schön vollreife Wassermelone von innen. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Ein kleiner Extra-Tipp noch von mir, den ich von meinem Vater habe. Es geht jetzt dabei um Honigmelonen. Wenn die jetzt anfangen zu reifen, das merkt ihr einfach daran, dass die dann wirklich schön süß riechen, wie ungefähr vollreife Bananen. Das kann ich auch wirklich bestätigen. Letztes Jahr bei mir im Folientunnel hatte ich eine vollreife Honigmelone bzw. drei Pflanzen und der Tunnel hat wirklich richtig schön süß gerochen. Also da merkt man einfach dann, dass Honigmelonen reif sind, wenn es wirklich himmlisch riecht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch dabei bitte auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und erzählt doch Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt. Dadurch finden sich halt immer mehr Leute. Meine Aufmerksamkeit steigt, die Community wächst und wir können uns so gegenseitig viel besser unterstützen. Und Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung sowie auf meiner Webseite, damit ich für euch weiterhin Videos machen kann und das Permakulturprojekt Peace am Laufen erhalten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Einer von vielen. Das ist wahrscheinlich eine schöne rotfleischige Wassermelone, keine Ahnung. Schaut aus wie die Criss-Cross. Freue mich, wie die schmecken wird.